Schlangen vor Geldautomaten, an Tankstellen, in Supermärkten. Viele Griechen haben Angst, dass vielleicht schon morgen nicht mehr viel geht in ihrem Land, dass das Geld knapp wird. Wohin steuert Premier Tsipras sein Land? Gibt es schon bald statt Kredithilfe humanitäre Hilfe? Fest steht, der Schuldenstreit mit Griechenland ist eine Bewährungsprobe für Europa. Damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Game over oder doch nicht? Die Euro-Finanzminister jedenfalls haben die Geduld mit Griechenland verloren. Das knallharte Zocken von Premier Tsipras und Finanzminister Varoufakis hat die Situation verschärft. Jetzt soll das Volk über weitere Sparauflagen und den Verbleib im Euro entscheiden. Und in Athen begrüße ich jetzt meinen Kollegen Peter Dahlheimer. Herr Dahlheimer, nach den Entscheidungen der Euro-Finanzminister gestern und der EZB heute, wie ist die Stimmung im Land? Ein Land unter Schock, dennoch keine Panik. Viele Griechen, viele griechische Zeitungen schreiben von Drama, von Tragödie, von Albtraum. Denn der Grexit stünde unmittelbar bevor, den ja 70% der Griechen nicht wollen. Der Run auf die Bankautomaten hält weiter an, ist aber etwas schwächer geworden. Viele Geräte geben mittlerweile kein Geld mehr aus. Jetzt blickt man mit großer Spannung auf den morgigen Tag. Öffnen die Banken überhaupt noch? Wird es Kapitalverkehrskontrollen geben? Herr Dahlheimer, Herr Tsipras, der Premierminister, hat ja für kommenden Sonntag ein Referendum angekündigt, hat auch ein Nein empfohlen zu den Sparvorschlägen. Hat er sich mit diesem Referendum und seiner Haltung verzockt? Vielleicht hat er sich nicht verzockt. Hier in Griechenland wird mit großem Interesse eine Nachricht aus Brüssel verfolgt, wonach EU-Kommissionspräsident Juncker morgen ein verbessertes Angebot an die Griechen erläutern will, wonach man den Griechen zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer entgegenkommen will. In einer halben Stunde außerordentliche Kabinettssitzung, wahrscheinlich mit den Themen Juncker und auch Lage der Banken und den Konsequenzen daraus. Herr Dahlheimer, vielen Dank nach Athen. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Nein, es gibt kein Finale mit Happy End vorerst. Stattdessen drehen die Euro-Finanzminister den Geldhahn zu. Im griechischen Schuldenstreit steht es spitz auf Knopf. Über ein letztes und, wie Bundeskanzlerin Merkel betonte, großzügiges Angebot der Geldgeber will Premier Tsipras am nächsten Sonntag ein Referendum abhalten lassen. Doch bis dahin ist das laufende Hilfsprogramm beendet und Griechenland vermutlich zahlungsunfähig. Die Lage ist dramatisch. Für morgen Mittag hat die Kanzlerin deshalb die Partei- und Fraktionschefs ins Kanzleramt geladen. Natalia Bachmeier über Enttäuschungen und Enttäuschte. Die Enttäuschung, nicht nur die Überraschung, sondern die negative Enttäuschung ist schon sehr groß. Es ist kein guter Tag. Yannis Varoufakis, Wirtschaftswissenschaftler, hat sich viel mit der Spieltheorie beschäftigt, heißt es. Mit dem Entscheidungsverhalten in Konfliktsituationen. Aber irgendetwas muss er dabei übersehen haben, etwas Wichtiges. Denn ganz plötzlich heißt es Game over, am Ende einer dramatischen Woche. Bislang keine Einigung. Vor den Verhandlern könnte eine zwischen Griechenland und seinen Gläubigern steht eine Lösung weiter auf der Kippe. Die DAX-Kurve illustriert eigentlich ganz anschaulich dieses Tauziehen in Brüssel. Es ist noch nicht gelungen, den berühmten gordischen Knoten zu durchschlagen. Es geht jetzt richtig ernst zur Sache, ja. Nun also soll ein Referendum die Entscheidung bringen. Die Griechen stimmen allerdings schon längst ab mit ihren Geldkarten. Schlangen vor den Automaten, rette sich, wer kann. Ja, das ist Panik und es zeigt letztendlich, dass die Griechen selbst ihrer Regierung nicht trauen. Ja, wenn sie ihr trauen würden, würden sie ihr das Geld auf den Konten lassen. Aber seit mehreren Wochen erleben wir eine Kapitalflucht. Möglich war das nur, weil die Europäische Zentralbank die griechischen Banken mit Notkrediten versorgte. An die 90 Milliarden Euro sind so geflossen. Diesen Betrag hat die EZB zwar heute vorläufig gedeckelt, das 90 Milliarden Risiko aber ist jetzt da. Und bleibt. Das hätte man lange stoppen müssen. Das ist Geld letztlich der europäischen Steuerzahler, das hier verloren geht. Und diese Kredite haben auch dazu geführt, dass die Verhandlungsmacht der griechischen Regierung steigt und dass die Anreize der griechischen Regierung, sich zu einigen mit den Gläubigern, immer geringer geworden sind. Denn die Griechen können jetzt weggehen und sagen, tut uns leid, diese Kredite bekommt ihr nicht zurück.
Ein Desaster mit Ansage. Vor ziemlich genau 5 Jahren bringt der Bundestag das erste Hilfspaket auf den Weg. Viele Abgeordnete haben schon da Bauchgrimmen und sie behalten recht. Gerettet wird gar nichts. Der griechische Schuldenstand damals schon bei sagenhaften 148% der jährlichen Wirtschaftsleistung. In den folgenden Jahren steigt er unaufhaltsam an. Für dieses Jahr liegen die Prognosen bei 180%. Noch schlimmer die Arbeitslosigkeit. 2010 liegt die Quote noch bei 12,7%. 2 Jahre später hat sie sich fast verdoppelt. Und dieses Jahr, schätzt man, wird sich das noch verschlechtern. Die Verelendung breiter Schichten hat sich über diese 5 Jahre verfestigt, sagt die Linke. Und für sie steht fest, der Verlierer ist nicht nur Griechenland, es ist ganz Europa. Ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr schweren Krise. Es ist kein Problem der Finanzen. Es ist kein Problem von einigen Milliarden Euro. Sondern es ist ein Problem, ob dieses große Projekt wirklich noch möglich ist. Probleme löst man allerdings in der Reihenfolge, in der sie sich stellen. Und nun sind erst mal wieder die Griechen dran. Am nächsten Sonntag ist Referendum, eine Abstimmung mit ungewissem Ausgang. Und in Wien, wo heute die entscheidende Runde der Atomverhandlungen mit dem Iran beginnt, begrüße ich jetzt den Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Guten Tag, Herr Steinmeier. Guten Abend, Herr Becker. Herr Steinmeier, haben Sie eigentlich noch Verständnis für das Taktieren der Griechen, für ein Referendum, bei dem niemand eigentlich so genau weiß, worüber da abgestimmt werden soll? Ich bin einigermaßen fassungslos über das, was wir gerade in den letzten Tagen erlebt haben in Griechenland seitens der griechischen Regierung und insbesondere seitens des Ministerpräsidenten. Es hat ja nun wirklich an Mühe, an Zeitaufwand, an Entgegenkommen von Europa aus nicht gefehlt. Ich glaube, wir haben auf jede mögliche Art und Weise signalisiert, dass wir Griechenland gerne in der gemeinsamen Währungsunion gehalten hätten. Es war die Entscheidung von Griechenland auszuziehen aus den Verhandlungen und diesen wirklich sehr befremdlichen Weg eines Referendums zu gehen, in dem die Regierung dem Volk empfiehlt, mit Nein zu stimmen. Sehen Sie denn jetzt noch einen Ausweg in letzter Minute? Die Bundeskanzlerin hat ja für morgen die Partei- und Fraktionschefs geladen. Wird das Ganze jetzt zur Chefsache und gibt es dann doch noch eine Lösung? Wir haben ja in diesen letzten Tagen und Wochen auf allen Ebenen verhandelt. Die Außenminister, die Finanzminister, vor allen Dingen auch die Regierungschefs haben beieinander gesessen. Wir werden morgen in Deutschland die Spitzen der Parteien und Fraktionsvorsitzenden mit der Kanzlerin und dem Finanzminister noch einmal zusammen haben. Allerdings, wir müssen jetzt sehen, die Zeit läuft uns davon. Zwar hat die Europäische Zentralbank heute noch einmal die Entscheidung gefällt, die sogenannten Nothilfen fortzusetzen. Aber wenn nur die Banken morgen öffnen in Griechenland, dann kann es sein, dass der erste Ansturm auf die Geldautomaten, auf die Banken schon dazu führt, dass das Land, das Griechenland, illiquide wird und damit der Pleite entgegenschwimmt. Und insofern befürchte ich wirklich, da das Programm, über das jetzt so lange gehandelt worden, verhandelt worden ist, ohnehin nur bis Dienstag läuft, läuft uns jetzt die Zeit davon. Herr Steinmeier, 5 Jahre bemüht man sich um Griechenland, keine Einigung. In Großbritannien droht ein Referendum über den Ausstieg aus der EU und die Flüchtlingsproblematik ist auch nicht gelöst. Ist Europa nicht mehr in der Lage, seine Krisen zu meistern und zu lösen? Ja, ganz zweifellos. Und das habe ich in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Europa steht vor einer großen, geradezu dreifachen Herausforderung. Ich habe immer dafür plädiert, nie nur über allein Griechenland zu reden, sondern wir haben in der Tat die Erwartung aus Großbritannien, in Europa zu einer Reform zu kommen, die Großbritannien die Mitgliedschaft in der Europäischen Union weiter möglich macht. Und wir haben bisher noch nicht erfolgreiche Bemühungen abgeschlossen, in der Migrationsfrage zu einer gerechteren Verteilung in Europa zu kommen. Nur, ich plädiere dafür, nicht zu jammern und zu lamentieren, sondern dafür zu sorgen, dass dieses Europa sich fähig zeigt, mit Krisen umzugehen.
selbst wenn das im Falle Griechenland bisher jedenfalls nicht gelungen ist, im Falle der Migrationsbewegungen haben wir noch die Möglichkeit zu zeigen, dass europäische Solidarität heißt, auch zu einer gerechteren Verteilung der Zahl der Flüchtlinge zu kommen. Und da sind Sie auch zuversichtlich, dass das in absehbarer Zeit gelingen wird? Wir haben zumindest jetzt Hinweise darauf, dass ein Einstieg gelingen könnte. Es gibt viele Länder, die sagen, es soll keine Quote von Brüssel aus vorgegeben werden. Aber es gibt unter den Kritikern der Quote einige, die sagen, wenn wir gefragt werden, ob wir freiwillig eine größere Anzahl von Flüchtlingen übernehmen, dann sind wir bereit mitzutun. Wie auch immer es sein wird, Herr Becker, es kann nur nicht so bleiben, dass vier Länder in der Europäischen Union, Italien, Österreich, Deutschland und Schweden, zwei Drittel der Flüchtlinge aufnehmen. Das kann und das darf so nicht bleiben. Erstmal vielen Dank bis hierher. Wir reden gleich weiter. Russland rüstet sein Atomarsenal auf. Die USA verlegen schwere Waffen an die NATO-Ostgrenze. Es wird kräftig mit dem Säbel gerasselt. Russland kündigt an, die NATO antwortet und umgekehrt. Tit for tat. Zug um Zug heißt das neue, alte Spiel zwischen Ost und West, das viele an die Zeiten des Kalten Kriegs erinnert. An Zeiten, als ein Gleichgewicht des Schreckens aufgebaut wurde, um die Machtblöcke im Zaum zu halten. Allerdings, anders als damals, gibt es heute kein Gleichgewicht der Kräfte. Russland ist nicht die Sowjetunion. Und das macht alles schwieriger, gefährlicher. Karin Dohr und Arndt Henze. Militärisches Muskelspiel in Polen. Die NATO-Partner demonstrieren Kampfbereitschaft. Mit seiner neuen Speerspitze will das Bündnis bei Bedarf die Ostgrenze verteidigen. Die USA versprechen zudem schweres Gerät. So ratlos die Politik derzeit scheint im Umgang mit Russland, so entschlossen rüstet man militärisch hoch gegen den alten, neuen Feind. Und auch der dreht weiter an der Rüstungsschraube. Putin verspricht seinem Volk zusätzliche Atomwaffen und präsentiert die neue Monsterrakete mit Nuklearsprengköpfen. Da liegt der Vergleich mit dem Kalten Krieg nahe, die Bilder zumindest gleichen einander. Doch natürlich gibt es Unterschiede, so ist etwa die Sowjetunion längst zerfallen. Und auch die USA bestreiten jegliche Absicht weiterer Eskalation. Wir wollen keinen Kalten Krieg mit Russland und schon gar keinen heißen. Das Reizwort nutzt er dennoch häufig. Wohl nicht ohne politisches Kalkül. Die Gefahr lasse die NATO zusammenrücken, hoffen die USA. Sie fordern höhere Militärausgaben auch von Deutschland. Zurück zur guten alten Zeit sozusagen. Es gibt durchaus viele Nostalgiker, die die Zeit während des Kalten Krieges einfacher fanden. Russland oder früher die Sowjetunion war damals ganz klar eine Weltmacht. Deswegen gibt es in Russland immer noch viele Menschen, die durchaus denken, das war vielleicht doch gar keine so schlechte Zeit. Auch in den USA gibt es durchaus Leute, die finden, dass vielleicht die Zeit des Kalten Krieges gar nicht so schlecht war, weil eben damals auch die USA klar Weltmacht Nummer eins waren. Ein riskantes Spiel. Denn die Lehre aus dem Kalten Krieg ist ja gerade diese. Eine atomare Katastrophe blieb etwa bei der Kuba-Krise nur aus, weil besonnene Politiker sich gegen die Falken in den eigenen Reihen stemmten. Aus der Erkenntnis, dass ein Erstschlag auch das eigene Todesurteil wäre, wuchs Gesprächsbereitschaft offiziell wie inoffiziell. So gesehen ist die Lage heute sogar schlimmer als während des Kalten Krieges. Damals war das System in gewisser Weise stabil, garantiert durch ein informelles Netz von Kontakten, Verhandlungen, Rüstungsabkommen. Das alles gibt es derzeit nicht. Wir wollen ja reden, versichern beide Seiten. Das sei aber nur möglich aus einer Position der militärischen Stärke heraus. Ich glaube sogar, dass nur eine energische Verteidigungshaltung unsererseits überhaupt erst die Basis sein kann für jeglichen politischen Dialog mit Russland. Putin habe mit der Annexion der Krim Völkerrecht gebrochen und müsse erst helfen, die Lage in der Ostukraine zu entschärfen. Bis dahin geht die Politik der gegenseitigen Provokation weiter. Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Die NATO könnte natürlich über ihre
langfristige Strategie nachdenken. Wie groß will die NATO eigentlich werden? Wer kann Mitglied werden? Unter welchen Bedingungen? Um damit dann auch die Sorge in Moskau etwas zu entschärfen, dass man immer weiter von der NATO eingekreist wird. Stattdessen weitere Manöver, auch am vergangenen Freitag in der deutschen Oberpfalz. Man braucht Russland zwar als Partner, das wissen auch die USA, etwa im Kampf gegen islamistischen Terror oder bei Atomgesprächen. Doch erstmal rüstet man gegeneinander, mit Worten und mit Waffen. Herr Steinmeier, Putin prahlt mit neuen Atomraketen, die NATO reagiert mit Manövern und verlegt schweres Gerät nach Osteuropa. Droht uns da ein neuer kalter Krieg, ein Wettrüsten? Müssen wir uns Sorgen machen? Sorgen müssen wir uns, schon wegen des Ukraine-Konfliktes. Und wir wissen alle, das, was wir nicht mehr für möglich gehalten hätten mit dem Ukraine-Konflikt, ist die Frage von Krieg und Frieden auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt und die europäische Friedensordnung jedenfalls angetastet. Die Rhetorik, die wir gegenwärtig hören, erinnert an Kalten Krieg. Aber ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, die Zeiten sind nicht mehr dieselben wie die während der großen Blockkonfrontation, in der die Welt geradezu in zwei Teile geteilt war. Es sind neue Spieler hinzugekommen, wie Indien und China. Und vor allen Dingen die gefährlichsten Gegner sind heute gar nicht mehr Staaten, sondern wenn ich auf den Mittleren Osten schaue, Bewegungen, terroristische Gruppierungen, die sich gar nicht staatlich generieren. Das hat die Konfliktlage und die Sicherheitslage völlig verändert. Ich will hoffen, dass das in Moskau am Ende genauso gesehen wird und dass man die gefährlichsten Feinde wirklich identifiziert. Und gerade hier in Wien kann ich sagen, hier kooperiert Russland nach wie vor, um den iranischen Atomkonflikt zu Ende zu bringen. Und ich hoffe, dass das auch ein Beispiel sein wird, in der Kooperation mit Russland und China auch die nächsten großen Konflikte wie etwa Syrien anzugehen. Bleiben wir gleich bei dem Thema, das Sie angesprochen haben. Es gibt ja eine Frist, 30. Juni, für die Atomverhandlungen. Das ist übermorgen. Sind Sie denn zuversichtlich, dass Sie wirklich da zu einem tragfähigen Abschluss kommen? Ich bin zuversichtlich, dass der 30. Juni gehalten wird. Allerdings nur in dem Verständnis, dass der 30. Juni ganz viel mehr als 24 Stunden haben kann. Insofern machen wir uns nichts vor, wir werden mehr als den kommenden Dienstag brauchen. Aber der Auftakt hier ist bisher ganz ermutigend. Aber Ihre Zuschauer, soweit sie Bergwanderer sind, wissen das, wenn man das Gipfelkreuz vor Augen hat, ist es bis zum Gipfel oft noch ganz schön weit hin. Ja, und vor dem Gipfelkreuz, um bei dem Bild zu bleiben, da liegen dann ja auch noch die Kontrollen im Land, im Iran. Und das ist ja umstritten, da hört man immer aus Teheran, das wollen wir nun gar nicht. Ja, und das ist der Punkt, über den hier wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch heftig gestritten wird. Ich halte die Ausgangslage eigentlich für klar. Wir haben in Lausanne vereinbart, über alles, über das, was Verständigung erzielt wird, muss hinterher auch Kontrollmöglichkeit bestehen. Insofern, da wo Forschung und Entwicklungen zur Nutzung von nuklearen Materialien stattfinden, dort müssen die internationalen Kontrollbehörden auch Zugang haben. Und ich hoffe, dass darüber am letzten Tag unserer Gespräche kein Dissens mehr herrscht. Ja, Herr Steinmeier, dann danke ich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei den Gesprächen. Vielen Dank, Herr Becker. Und guten Abend. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Das war der Bericht aus Berlin für heute. Danke für Ihr Interesse. Mehr zum Finanzdrama um Griechenland erfahren Sie um 20.15 Uhr in einem Brennpunkt. Den Bericht aus Berlin gibt es wieder am kommenden Sonntag, 18.30 Uhr, dann mit Tina Hassel. Einen schönen Abend und tschüss aus dem ARD-Hauptstadtstudio.